Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 18.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir kein neues Item, aber hier relativ coole alte Halloween Skins. Fangen wir auf der rechten Seite mit dem Rage Quit an. Mega geiler Teil habe ich mir auch geholt. Kriegt von mir 10 von 10. Hat ja ein Voting von 4,9 von 5. Bei 10 Votes am 25. September 2019 sind erstmal drin gewesen. Dreimal 14 Reminders. Letztes Mal im Shop am 26. September. Dann haben wir den verdienten Sieg. Finde ich persönlich jetzt nicht so mega geil. Kriegt von mir 7 von 10. Saber the W hat hier ein Voting von 4,21 von 5 bei 14 Votes am 25. Juli 2019. Das erste Mal drin gewesen, zweimal 6 Reminders. Dann haben wir den Dynamo, die eingebaute Empfängnisverhütung. Diese Lady würde von mir kein Kind bekommen. So, mega potten hässlich das Teil und der allerschlimmste Schwitzer-Skin, den ich überhaupt kenne. Deswegen kriegt von mir der Dynamo. Ich hasse diesen Skin. Es gibt, glaube ich, keinen Skin, den ich mehr hasse als den hier. Kriegt von mir 0 von 10. Der Dynamo ist der Horror. So, 2,66 von 5 bei 90 Votes am 20. Juli 2018. Das erste Mal drin gewesen. 15 mal 103 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 38 Tagen am 10. September. Aber den Zusammenreißer. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toller Teil. Kriegt von mir 6 von 10. Hat hier ein Voting von 3,29 von 5 bei 28 Votes. Am 3. Juni 2019 ist erstmal drin gewesen. 6 mal 41 wie meiner. Ist jetzt mal im Shop vor 45 Tagen. Dann haben wir die Spektralhacke. Spectral Axe für 800 V-Bucks. Ja, ich persönlich kann mit dem Teil jetzt nicht wirklich so viel anfangen. Kriegt von mir 6 von 10. Hat hier ein Voting von 4,27 von 5 bei 48 Votes am 14. März 2018. Das erste Mal drin gewesen, 32 Mal. 65 Reminders, letztes Mal im Shop vor 66 Tagen am 13. August. Dann haben wir den Mothmando für 1500 V-Bucks. Auch das wiederum so ein hässliches Teil. Aber irgendwie ein bisschen, ja, kriegt von mir 6 von 10. Der Mothmando hat hier ein Voting von 3,33 von 5 bei 43 Votes am 30. November 2018. Das erste Mal drin gewesen. 6 mal 52 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 131 Tagen am 9. Juni. Dann haben wir hier die Abkühlung. Ja, kann man jetzt, ja, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll, der Teil. Kriegt von mir für 300 V-Bucks. Kriegt von mir 6. Ja, sieht ein bisschen aus, echt wie so eine Super-Soka dann, ne? Kriegt von mir 6 von 10. Das Faded Cool hat hier ein Voting von 3 von 5 bei 5 Votes. 15. September 2019 ist erstmal drin gewesen. Dreimal ein einziger Reminder. So, dann haben wir die Moxie. Ja. Auch mit der kann ich jetzt nicht so mega viel anfangen. Die Lady, ja, sieht jetzt nicht so schlecht aus. Haben wir auch ein Gameplay von, mit dem Elch-Backpack auch hinten drauf. Ah, es geht. Lady geht. Kriegt von mir 6 von 10, die Moxie. Hat hier ein Voting von 4,08 von 5. Bei 26 Votes am 15. September 2019 ist erstmal drin gewesen. Dreimal 22 Reminders. Jo. Moxie. Mit dem Elch da hinten. Das hier ist dieses Elch Backpack. Boah. Wie das wackelt. Ist auch in dem Gameplay mit drin. Jetzt oben in der rechten Ecke verlinkt. So, dann haben wir als nächstes hier diese schlagfertige Axt. Die habe ich bis jetzt allerdings echt noch nicht gesehen auf der Map. Für 800 V-Bucks würde mich echt mal interessieren, ob da die Faust rausschnellt oder nicht. Kriegt von mir 7 von 10.
Die Clobber X und die hat ein Voting von 3,5 von 5 bei 4 Votes am 15. September 2019. Das ist mal dran gewesen. Dreimal ein Reminder. So, sind wir mit dem Set auch schon durch. Dann kommen wir zu dem Kürbis-Agenten für 1500 V-Bucks. Das Teil finde ich persönlich cool. Vernichtet die Konkurrenz, Teil des Kürbis-Kumpel-Sets. Kriegt von mir 8 von 10. Der Jack Gordon und er hat ein Voting von 4,39 von 5 bei 49 Votes am 20. Oktober 2018 ist das mal drin gewesen. 5 mal 193 Reminders und das Teil war das letzte Mal im Shop vor 351 Tagen am 1. November 2018. Fast ein ganzes Jahr jetzt her. Jo, dann machen wir erstmal hier diesen Schnitzer für 800 V-Bucks. Ja, damit möchte ich mal sehen, wie ihr damit den Kürbis schnitzt. Das könnte relativ cool werden. Wahrscheinlich bleibt von dem Kürbis nicht mehr viel übrig. Das Ding kriegt von mir 7 von 10, der Carver. Und er hat ein Voting von 3,58 von 5 bei 19 Votes am 14. Oktober 2018. Das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 40 Reminders. Und das letzte Mal im Shop auch vor 351 Tagen am 1. November. Jetzt kommen wir zu dem heißesten, zu dem geilsten, zu dem sensationellsten, zu dem coolsten Skin des heutigen Shops. Das ist der Hohlkopf. Bist du dumm oder was? Na, ich bin ja dumm. Das würde ich aber am liebsten nicht zu dem sagen, weil ich glaube, das könnte dann nicht gut enden. Der Hohlkopf, nur süß, nicht sauer. Ist so geil, das Teil. Ne? Das Teil ist wirklich geil. Der kriegt von mir 10 von 10. Jo, der Hollow Head hat hier ein Voting von 3,3 von 5 bei 53 Votes am 14. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 5 mal 100 Reminders und auch das letzte Mal im Shop am 1. November 2018 vor 351 Tagen. Ja, jetzt muss ich ja den Shop bewerten. Ja. Also hier haben wir den Huskin, den Dynamo, da unten Rage Quit ist geil. Die rechte Seite ist bis auf den Rage Quit eigentlich ziemlicher Schrott. Moxie ist okay, ist ganz cool. Kürbisagent und Hollow Head sind mega geil eigentlich. Das ist jetzt echt schwer zu sagen, ich tendiere. Eigentlich für die linke Seite linke Seite wäre für mich eigentlich ein Love It, rechte Seite wäre für mich ein Hate It. Normalerweise müsste ich dann ein It's Meh geben, oder? Jetzt gucken wir mal ganz kurz, aber ja, ist schwer, echt schwer. Also ich gebe dem Teil der Dynamo ist drin. Der macht alles kaputt, Mann. Aber der Hohlkopf ist so geil. Ich gebe dem ein Love It. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben. Da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.